Es hat funktioniert. Aber das war das Wasser, dann bin ich am. Das ist fast durch. Das ist sehr gekürzt. Weil ich hatte ja diese Atemnot und konnte ja gar nicht richtig schwimmen. Ich wusste ja auch nicht, warum ich nicht schwimmen konnte. Zum Glück wusste ich es nicht. Sonst hätte ich es gleich aufgegeben. Und habe versucht, noch ein bisschen ans Richtung Ufer zu schwimmen, weil ich gemerkt habe, da tut sich was. Dass da, wenn Rettung kommt, kommt zum Ufer. Weil da war auch noch so ein anderes kleines Freizeitboot auf dem Main, nicht in unmittelbarer Nähe. Aber die waren irgendwie überfordert mit der Situation und da habe ich gemerkt, gehst du mal lieber auf die andere Seite Richtung. Und das war genau richtig, dann kam er dann. Und da habe ich gemerkt, dann habe ich gleich auf den Rücken gedreht und habe ich gemerkt, so, jetzt habe ich es geschafft. Ja. Ja, und dann war es super. Also, so viel Schutzengel auf einen Haufen zu haben, das ist schon, das macht einen nachdenklich, um dann den Oberschutzengel hier zu haben. Ja. War schon mich mit sehr großem Glück erfüllt dann. Das ist wie der Zimmermann, Frank Sosa, das ist bei unserem Beruf, das ist das Spiel Leben und Tod, das ist alltäglich. Also auf der Autobahn mit Sicherheit von einer Unfälle und so weiter, das ist eine, was haben wir da, das sieht man, wie schnell es rum sein kann, vorbei sein kann. Das war ein Sekundenbruchteil. Ich habe die Pistole hab ich einem Kollegen zugeworfen gehabt und das ist auch wieder das Gute, wie wir unsere Pistolen brauchen, dass man sehr leicht wegbringt, wenn ein Unfall da ist. Also dass man sie eben nicht fest dran hat, sondern den Gürtel, den habe ich meinem Kollegen wegzugeschmissen gehabt und dann habe ich angefangen gehabt loszurennen. Und dann war bloß noch, das muss ich im Nachhinein mal überlegen, bis die Zeit hat gelangt gehabt, mitzukriechen. Wie viel Strömung da ist, keine Bewegung von dem Kopf, wo ich dann drauf zugerannt bin, ob ich das gesehen habe, dass das Kopf tatsächlich ist, ja? Dass ich nicht auf gleicher Höhe einspringe, sondern dass ich, das war, ich wiederhole das auch nicht, also ich habe es nicht vor, dass ich würde es wieder wiederholen, aber ich habe es vor, unterhalb reinzuspringen, alles nur überlegt, dass wenn sie auf Tauchstation gehen, dass man dann blind taucht. Und ich will nicht so gut, das hat mit Zeit zu tun. Nee. Das hat von der Zeit her, war noch nicht Zeit zu gehen. Nee, das war das definitiv. Weil ein paar hundert Meter weiter oben oder was da und dann sehe ich den Kopf nicht. Genau. Das war da schon ein Rätsel. Ob das, also einen Kopf erkannt habe ich nicht. Das ist gar nichts. Das eine Bein war dieser offene Splitterbruch und aus dem anderen Bein ist dann das Blut, das hätte Heerscharen von Hai angelockt, wenn das das war wirklich eine klaffende Wunde, wo es dann, aber erst musste dieses zerschmetterte Bein von der Sanis dann, das haben wir so halb, sind wir noch mit ins, zumindest ein bisschen noch mit ins Wasser reingekommen und ich habe die Frau Schubert so kalt gehabt und dann ich wollte mich gewaltig sehr herausnehmen, aber es geht nicht, ich konnte nicht laufen. Wenn es mir fast wieder zurück ins Wasser reingekommen hat, dann bin ich. Hast du das mitgekriegt? Ja. Dann war ich dann kniet, weil ich ganz fehlte und ich habe gedacht, ich werde verrückt. Ein tolles Gefühl, ein Menschenleben gerettet zu haben. Die eigene Gefahr hast du wahrscheinlich damals ausgeblendet. Aber wir sind alle froh, dass die Frau Schubert und auch du das Ganze überlebt haben. Und dafür dieses goldene Lebensretterherz der unabhängigen Polizei als Zeichen der Anerkennung, das hoffentlich einen schönen Platz in deinem Beruf. Ja. Ja.